Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 108. Ja, ich habe in einem Forum gelesen, dass man mit dem Kreativkunsttisch, also dem Kinderzeichentisch, da irgendwas mit ermuntern wählen muss. Und dann würde es funktionieren. Ich denke mal, das werde ich einfach nochmal ausprobieren. Denn das Unterrichten von Teenies, das hängt ja davon ab, dass man Level 10 hat. Und das hat Jenny ja nicht bei den künstlerischen Fähigkeiten. Okay. Naja, die Kiddies sind immer noch recht zufrieden. Vielleicht gehe ich mit dem Finn mal kurz in den Kass. So. Damit ich ihm eine andere Frisur geben kann. Okay, mein Lieber. Das steht dir zwar ganz vorzüglich, diese Frisur. Nehmen wir mal die. Die sieht auch niedlich aus. Okay. Jo, da geht wohl jemand von selber aufs Töpfchen. Das finde ich aber richtig toll. Okay, und der Finn muss irgendwie gar nicht auf die Toilette. Jenny, du könntest mal gucken, ob der vielleicht die Windel gewechselt kriegen muss. So. Kinderbetreuung, Windel wechseln. Und dann kannst du ihn liebevoll umarmen. Wo war das noch? Tja, jetzt ist es verschwunden. Da ist es. Ja, ach, ich mach mal wieder hier dieses Ding aus, damit die nicht alle super konzentriert sind ständig. Und da steht Essen rum. Naja, das ist bestimmt sowieso fast leer. Okay. Gut, die Caroline könnte eigentlich mal wieder ein Bild malen. Mal ein großes impressionistisches Gemälde. Und Max, du kannst einfach mal weiter programmieren. So. Und dann kriegt er auch Tantiemen. Und das da. Ach, das kann man noch ein bisschen rumstehen lassen. Ja, der Finn braucht jetzt was. Ist eigentlich, ja, ganz gut fit. Ja, und noch ganz am Anfang mit allem. Ob man ihn schon mal aufs... Ich setze ihn einfach mal aufs Töpfchen. Der soll ruhig schon mal ein bisschen lernen auf dem Töpfchen. Und die Mona... Tja, die ist jetzt so halb ausgeschlafen. Aber wenn ich die jetzt den ganzen Tag schlafen lasse, dann bringt das ja auch nichts. Dann lasse ich lieber mal die Jenny mit ihr spielen. Statt hier sehr verspielt... Oh, wenn die jetzt sehr verspielt ist, dann sollte die nicht mit der Mona rumtoben, sondern sich zu beruhigen versuchen. Und dann kann sie ja mit der Mona rumtoben. Und die Mona kann in der Zwischenzeit... Mal gucken, was will die mit Leon machen? Gar nichts. Dann mach mal hier stapeln. Damit sie mal ihre Level kriegt. Und danach schicken wir sie auch aufs Töpfchen. Wenn sie fertig gestapelt hat. So. Ja, und ansonsten warte ich jetzt, dass die größeren Kinder aus der Schule kommen. Um das nochmal mit dem Unterrichten zu versuchen.
Das geht irgendwie nur, wenn ein Kind gerade angefangen hat. Ja. Naja, ich bin gespannt, weil irgend sowas hatte ich ja auch gemacht, glaube ich. Ich habe nur keinen direkten Bezug gesehen zwischen. Ah, jetzt hat sie Level 3 der Bewegungsfähigkeit erreicht, die Mona. Wunderbar, dann geh doch einfach mal aufs Töpfchen, setz dich mal zu deinen Brüdern. So. Jenny ist immer noch sehr verspielt. Solltest du nicht mal hier Garten pflegen oder hatte ich das abbestellt? Das hilft bestimmt auch gegen die Verspieltheit. Ja. Okay. Noch eine Stunde, dann kommen die Kinder aus der Schule. Wunderbar. Caroline, da hast du ja ein schönes Bild gemalt. Es ist zwar kein super Kunstwerk geworden, aber für euer späteres Haus ist es bestimmt eine schöne Zierde. Oder um es zu verkaufen. Oh, da hat wohl jemand einen Töpfchenunfall gehabt. Ja, genau. Ach, weißt du, da machst du. Du bist hungrig. Ja, dann gehst doch einfach mal hierhin und isst was. So. Du kommst da nicht dran, na dann schieben wir dir das mal hier hin. So. Und dann nimmst du dir da was. Na komm. Was ist denn das Problem, mein Lieber? Geh mal dahin. Oh, da kann jetzt die Jenny aber mal Maß regeln. Da schalte ich mal das Bestreben um. So, das muss ich dann nur unbedingt wieder zurückschalten. Und dann kannst du hier mal Maß regeln. Aktuelles Verhalten Maß regeln. Ruhig bitten, kein Chaos anzurichten. Ja, danach kannst du dann weiter gärtnern. Sie hat eh fast alles. Ah! Oh, Norman ist jetzt Einzelgrundschüler. Okay, dann lassen wir ihn jetzt noch einmal malen und dann hat er Geburtstag. Und die Sophia ist jetzt immerhin Zweiergrundschülerin. Ja. Naja, ich werde mir dann überlegen, ob ich die gemeinsam altern lasse oder ob ich die vielleicht auch getrennt altern lasse. Jenny, du sollst hier maßregelnd tätig werden. Kannst du das mal machen? Mal gucken. So, nochmal. Ja, na toll. Hey Leon, du sollst mal aufhören mit dem Chaos. Und dann soll Jenny das sauber machen. Und der kann immer noch nichts essen. Ach, Bub. Videospiel fertig. Super gut. Das ist dann Sims 3. Sims 3. Gut, wir holen mal was anderes aus dem Kühlschrank, damit uns der Bub nicht verhungert. So, wir nehmen mal das da. Denn der andere Bub ist nämlich auch hungrig. So, jetzt hol dir mal das. Und du hol dir auch was zu essen. Und jetzt esst ihr mal. Und Sophia hat schon die Hausaufgaben. Das ist gut. Gut, jetzt kommt die Aktion mit dem Maltisch. Das muss jetzt sorgfältig konzertiert werden. Also Norman soll zeichnen, zeichnen, zeichnen. Fahrzeug, das ist in Ordnung. Und Jenny
Jetzt lasst uns doch mal in Ruhe hier die feierliche Aktion machen. Ich hoffe, dass ich dann die nötige Option finde. Gut, er setzt sich dran. Jawohl, jetzt. Ermutigen. Ja. Es gibt einfach die Option ermutigen. Ermutige mal. Stopp, stopp. Bestreben ändern, Bestreben ändern. Oh nein, nein, nein. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spät. Das wäre ja richtig dumm von mir. Sonst muss er noch ein Bild malen. Okay, ja, sie tut auf jeden Fall was. Und er hat jetzt auch schon Level 7 erreicht. Ich denke, wenn die erstmal Level 10 haben, dann kann man auch nicht mehr unterrichten. Darum lasse ich das jetzt auch mit Norman machen. Okay. Ach, ich bin ganz kribbelig. Was hat denn der Leon für ein Problem? Ah, der ist hundemüde. Gut, da kann er selbst ins Bett gehen. Und? Sah zwar eben so aus, als würde der Leon gleich einen Tobsuchtsanfall kriegen oder so. Aber ich will hier jetzt auch nicht weg von dieser Geschichte. Jetzt hat er schon Level 8 erreicht. Nein. Aber immerhin, Jenny hat Level 7 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Okay, sie kann die Bedürfnisse von Kindern effektiv erfüllen. Außerdem kann sie ihre Kinder effektiver beeinflussen, bestimmte Aktionen durchzuführen. Das ist gut. Ja, ich hoffe, das zählt. Wie viel man hier abgelenkt wird bei sowas. Oh, und Sophia ist gar nicht zu Hause. Jetzt? Hat nicht gezählt. Na toll. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um die kleinen Kinder. Er muss mal dringend ins Bett. Oh, und er wird dann gleich in die Windel machen. Aber das ist in Ordnung. Und der Finn, der macht ein Nickerchen, das ist auch in Ordnung. Und Mona schläft schon wieder oder immer noch. Das ist auch in Ordnung. Gut, die lasse ich einfach mal alle pennen. Die Sophia, die soll mal nach Hause kommen. Nein, die Sophia. So, komm mal nach Hause. Die Hausaufgaben hat sie scheint's gemacht. Dann soll die mal die Zusatzhausaufgaben machen. Und der Norman, der darf mal kurz aufs Klo gehen und muss dann noch ein Bild malen. So. Zeichnen. Und diesmal machen wir das gleich mit dem richtigen Bestreben. Und ich hoffe, dann klappt's. Ah, und der Max, was macht der? Der will im Internet surfen. Lieber Max, du könntest hier mal die ganzen Töpfchen säubern. Und danach kannst du dann immer noch im Internet surfen. So. Der Norman geht jetzt gleich hoffentlich zum Malen.
Ja, komm, Norman, malen. Ja, das hat er auf dem Plan, sehr gut. Gut, okay. Und Jenny, du solltest ihn ermutigen. Und essen kannst du später fertig. Man müsste diese Handys wirklich mal ausschalten können, dass man nicht ständig angerufen wird. Ah, abgeschlossenes Bestreben. Jenny hat gerade ihren Traum von einer erfolgreichen Familie verwirklicht. Ein solides Fundament und beste elterliche Fürsorge haben diesen Tag ermöglicht. Verdientes Merkmal indirekt. Jenny erlernt Fähigkeiten, während ihre Familie um sie herum Fähigkeiten erlernt. Das ist doch auch ganz praktisch. Ja, wunderbar. Super gut. Und Tabea lädt ein. Na, jetzt aber erstmal das Bestreben genießen. Und jetzt mache ich mal kurz Pause und überlege. Ich denke mal, ich lasse mal Max und Caroline sofort ausziehen. Dann kann sich die Jenny in der nächsten Episode wieder schwängern lassen. Und ja, und wir lassen die dann einfach mal, also Caroline und Max, lassen wir in dem kleinen Haus, das ich für sie jetzt erstmal aufgebaut habe. Und sobald ich mit dem neuen Haus fertig bin, dann lassen wir die ganz schick umziehen und dann besuche ich die auch richtig. Und den Auszug, den mache ich jetzt einfach zwischen den Episoden. Gut, denn es ist auch schon wieder hier am Ende dieser Episode. Aber ein Screenshot muss natürlich noch sein. Gut, das Ermutigen hat also letztlich schon geklappt. Das war nur vorher hat es nicht so geklappt, weil ich da erstmal im falschen Bestreben war. Gut. Jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.